was bisher geschah. Ich finde, das könnte man auch ausdebattieren. Genau, es handelt sich offensichtlich um ein Missverständnis. Später werden wir darüber lachen. Und so geht's weiter. Wir packen einfach in jeden Raum, an jeden Wand, 30 Betten, das wird schon passen. Was, Wände? Nein, brauchen wir nicht. Wände sind völlig überbewertet. Riesige Räume, that's the shit. Vor allem was? Ach, die haben noch nicht mal Decken. Ja, der hat auf jeden Fall effizient geplant, die Räume. Ich möchte nicht wissen, was das Heizen hier kostet. La, la, la. Genau so wird es geschehen. Endlich wieder Sachen zum Heilen. Ich habe eine böse Vermutung, dass es denn wieder irgendwie so einen Endbosskampf gibt. Oh, ihr Hübschen. Ich nehme das dann mal. Und Todeswurzelextrakt ist bestimmt was fürs Gefühl. Was ist das? Bowie, es greift an. Auf sie mit Gebrüll. Ich mag es, wie diese dunkle Brut teilweise echt widerwärtig lacht. Diese Kannst du zwischendurch mal hören. Da war es gerade. Ich hoffe zumindest, dass es Lachen ist. Ihr Schweine. Keine Chance gegen meine Bowies. Ich hätte gern immer drei davon damit. La la la. So. Das nehme ich auch noch mit. Speichern. Und dann geht's, schätze ich mal, weiter. Wie hoch kann dieser Turm eigentlich sein? Ganz ehrlich. Wie viele Etagen bei so einer Baukunst kann man haben? Doch nicht mehr als drei. Einst flogen die grauen Wächter auf den Rücken majestätischer Griffons und dann war's vorbei. Ih, sabber mich nicht voll. Was ist das für ein Vieh? Mami! Können wir hier festhalten, der Schuss? Holy shit, was passiert da gerade? Lockt er den gerade tot? Oh, das hat ihn verwirrt. Was, auch was auch immer ihn verwirrt hat. Macht weiter so, Freunde. Oh. Ich glaube, er sollte auf jeden Fall ganz viel nicht Schwache nehmen. Hier, nimm mal einen starken und dann... Wohin soll du bleibst weit weg, Mädchen. Und du eigentlich auch, ehrlich gesagt. Oh, oh. Die sollten alle nicht sterben, habe ich das Gefühl. Warum bleibt denn der da stehen? Nein! Renn, 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 renn! Na, komm her! Komm! Komm, so ist fein. So ist fein. Na, kleiner Wauwau. Nun, wie sehen Sie, dieser kleine Wawa? Was macht der da? Aha. Ich habe das Gefühl, wenn er mich kriegt, bin ich tot. Mami. Also so kann man auch jemanden hin und her kiten. Doch nicht in meine Richtung. Aha. Oh, ich glaube, da klebt Blut an mir. Das hättest du sein können, junger Freund. Stattdessen ist es eine Turmwache, die es total episch erlegt, das Vieh. Nett? Nett. Das Leuchtfeuer ist hier drüben. Wir müssen... Ich nehme das nur mal eben. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Harvards Aegis? Eibe? Zauberresistenz. Chance, Distanzgeschossen auszuweichen. Ich glaube, das wollte ich Alice dann mal gleich... Hat er überhaupt 22 Stärke? Ich weiß das nicht. Das Signal verpasst haben. Schnell, entzünden wir es, bevor es zu spät ist. Lass mich erstmal speichern. Das sieht voll gut. Ich bin gerade voll begeistert. Was für ein Signal? Hä? Von was redest du da? Das Leuchtfeuer ist hier drüben. Wir müssen das Signal verpasst haben. Oh, ach hier. Schnell. Reizend. Nee, doch nicht. Triebel, Nicholas. Anyone Sunbleach Teeth Bonus and Bones. Was? Entzünden wir es, bevor es zu spät ist. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ach hier, das hier vielleicht. Leuchtfeuer. Ah. Leuchtfeuer, guck mal. Blast! Zum Rückzug! Aber was ist mit dem König? Sollten wir nicht... Tut, was ich befehle. Rückzug
Bewegung, ihr alle! Bewegung! Was? War das denn? Ah, endlich öffnet ihr die Augen. Mutter wird erfreut sein. Hä? Träum ich? Was ist mit der dunklen Brut? Ich erinnere mich, das Mädchen aus der Wildnis. Wo bin ich gleich? Wahrscheinlich bei ihr zu Hause, wenn die Mutter sich freuen wird. Was ist jetzt gerade? Lass mich mal ganz kurz zusammenfassen, ja? Wir, gegen aller Widrigkeiten, entzünden dieses dämliche Feuer, sagen damit, ey, ihr könnt, ne, einschreiten und so, jetzt ist der Zeitpunkt, mach mal. Und der bläst zum Rückzug. Are you shitting me? Dadurch ist jetzt der König tot. Ist natürlich praktisch. König tot, wir wissen nicht, was mit Duncan ist. Wahrscheinlichkeit auch, dass er tot ist, ist nicht so gering. Und wir sind eigentlich auch gestorben, wie ich das gesehen habe, mit 20 Pfeilen durchbohrt. Wir wissen gar nicht, was mit Alistair ist. Ist wahrscheinlich jetzt auch tot. Danke. Danke, Spiel. Super. Ist doch klasse. Logan hieß er, wa? So ein Flachwichser. Ich hasse ihn. Offiziell mein Anti-Charakter in diesem Spiel. Logan. Fucking Logan. Gut, was ist mit der dunklen Mond? Ich erinnere mich, das ist mich aus der Witness. Dringendste Frage. Ihr wurdet verwundet und Mutter hat euch gerettet. Erinnert ihr euch nicht? Ist nur ganz schwammig. Moment, was ist mit der Armee geschehen, mit dem König? Ich weiß nur noch, dass die dunkle Brut mich überwältigt hat. Sie hat mich gerettet von der Turmspitze? Wie viel kam denn die alte Dame da hoch? Wahrscheinlich mit dem Krückstock hochgewandert. Das hat dann alle mit so Blitzen von den Treppen gefegt. Ich weiß nur, dass die dunkle Brut mich überwältigt hat. Mutter konnte euch und euren Freund retten, aber es war ziemlich knapp. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr beide lebt. Der Mann, der auf euer Signal reagieren sollte, hat sich zurückgezogen. Die dunkle Brut hat die Schlacht gewonnen. Alle Zurückgelassenen wurden getötet. Euer Freund kommt nur schwer damit zurecht. Alle sind tot. Inklusive Duncan in dem Fall. Schön. Mein Freund, ihr meint Alistair. Was ist mit den grauen Wächtern geschehen und dem König? Tot. Geht mir genauso. Das ist ja furchtbar. Ich muss hier raus. Ich hoffe, sie meint Alistair und nicht einer von den anderen beiden Typis, aber ich würde jetzt vermuten, dass sie ihn meint. Der misstrauische Dämlack, der bei euch war. Ja. Dämlack. Er ist draußen beim Feuer. Mutter wollte euch sehen, sobald ihr erwacht seid.
Warum will eure Mutter mich sehen? Waren meine Verletzungen schwer? Ich habe einige Fragen, wenn ihr erlaubt. Danke für eure Hilfe, Morrigan. Waren meine Verletzungen schwer? Bei 10 Pfeilen, die mich durchbohrt haben? Ja, aber es kommt alles wieder in Ordnung. Die dunkle Brut hat nichts getan, was Mutter nicht heilen kann. Ist ja immer gut zu wissen. Warum will eure Mutter mich sehen? Was ist mit Alistair? Geht's ihm gut? Ja, so wie euch. Es wäre wohl unfreundlich anzumerken, dass er sich kindisch benimmt. Die werden auf jeden Fall noch richtig gute, dicke Freunde, das merke ich. Sehr unfreundlich. Sie waren seine Freunde. Ja gut, wir brauchen sie jetzt nicht mit ihr zu diskutieren. Warum will eure Mutter mich sehen? Ich weiß nicht. Sie teilt mir nur selten mit, was sie vorhat. Ich habe einige Fragen, wenn das okay ist. Kein Problem. Lasst euch Zeit. Sind wir hier sicher? Wo ist die dunkle Brut? Für den Moment sind wir sicher. Mutters Magie hält die dunkle Brut auf Distanz. Sobald ihr geht, ist alles offen. Die Horde ist weitergezogen. Ihr könntet ihr also ausweichen. Aha. Die Mutter scheint ja schon ziemlich mächtig zu sein, wenn sie so einen riesigen Schild erschaffen kann, um die zu schützen. Warum hat eure Mutter uns gerettet? Das frage ich mich auch, aber sie sagt mir nichts. Vielleicht wart ihr die Einzigen, die sie erreichen konnte. Ich hätte euren König gerettet. Für einen König bekommt man viel mehr Lösegeld als für euch. Ich glaube nicht, dass für uns jemand Lösegeld bezahlt. Vielen Dank. Sehr viel mehr. Euch bedeutet Geld etwas hier draußen? Gute Frage. Wer sagt, dass ich Geld verlangen würde? Gold mag ja seinen Nutzen haben, aber Macht ist viel besser. Hat sie nicht gerade Lösegeld gesagt? Ist Lösegeld nicht irgendwie Geld und so? Also steckt es nicht im Wort drin, aber na gut. Kann man sich jetzt drüber streiten. Wer hat sie uns eigentlich genau gerettet? Sie verwandelte sich in einen riesigen Vogel und hat euch von der Turmspitze gepflückt. Einen in jeder Kralle. Wenn ihr mir das nicht glaubt, fragt doch Mutter selbst. Vielleicht erzählt sie es euch. Wie nett von dir. Gibt es noch andere Überlebende? Zum Beispiel die anderen beiden, die bei uns waren. Ein paar Versprengte, aber die sind lange fort. Ihr wollt gar nicht wissen, was jetzt in dem Tal vorgeht. Die werden doch nicht so Zombies, oder? Die Leichen oder so? Dass die nochmal aufstehen? Warum? Was geht denn vor? Stimmt, will ich nicht. Warum hat Taryn Logan den König im Stich gelassen? Woher soll denn die das jetzt wissen? Was für eine behinderte Frage. Soll ich euch das wirklich schildern? Wenn ich das nicht... Was? Wenn ich das nicht wäre, hätte ich nicht gefragt. Dann doch eher nicht. Ja, bitte. Ich habe das Schlachtfeld deutlich gesehen. Ein grauenhafter Anblick. Überall Leichen und jede Menge dunkle Brut, die sie fressen, glaube ich. Sie suchen auch nach Überlebenden und ziehen sie dann unter die Erde. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht für ihre Kinder zum Frühstück? Ich habe genug Fragen gestellt. Man könnte die Überlebenden also retten? Wenn ihr bereit seid, euch mitten in die Horde zu stürzen, möglicherweise. Scheint mir eine gute Idee. Okay, weil die Frage als letztes übrig ist. Ich weiß ganz genau, deswegen, wo soll ich das wissen? Ich weiß nicht mal, wer dieser Logan überhaupt ist. Ihr fragt besser Mutter. Dachte ich mir doch schon. In der Tat. Sprecht jetzt mit Mutter und macht euch danach auf den Weg. Also so richtig gastfreundlich ist sie nicht. Aber na gut, Erfolg freigeschaltet, gewappnet. Was auch immer. Ich bin aufgestiegen. Das ist aber schön. So, Geschicklichkeit. Machen wir nochmal 2 und Klugheit. Obwohl. Ich weiß gar nicht. Doch, ich will es auf 30 bringen. Doch, ich will. Was ist denn das hier? Ach, ich kann mich einmal entscheiden. Kann ich das einfach anwählen? Nein, zurücksetzen. Spezialisierung habe ich jetzt einmal offen. Ah. Okay. Spezialisierungsboni. Eine orleansianische Tradition. Waldläufe. Weiter, wir haben eine Vorliebe für das Land und die Wildnis, aber als unabhängige Speer und Soldaten sind sie Opportunisten, keine Beschützer der Natur. Sie nutzen ihren Vorteil aus und die Genehmigung bieten und können wilde Tiere dazu bringen, Gegner anzugreifen. Na, die anderen beiden sind ja im Nahkampf. Also ich nehme mal, mach mal den Waldläufer. Ist ja interessant. Ich dachte, ich muss dafür irgendwas Besonderes machen, aber offensichtlich nicht. Umso besser. Wolf beschwören. Der Waldläufer ruft einen großen Waldwolf herbei, der an seiner Seite kämpft. Ja! Ein Wauwi! Ich möchte Wauwis dabei haben. Ich bediene mich mal. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Verdammt. Spezialisierung. Du hast dich soeben für eine Spezialisierung qualifiziert. Eine besondere Form der Basisklasse eines Charakters. Jede umfasst fortgeschrittene Talente und andere Vorteile. Ein Charakter kann bis zu 2 Spezialisierungen haben, wobei die erste auf Stufe 7 und die zweite auf Stufe 14 verfügbar wird. Aber zunächst musst du dir einen Ausbilder suchen. Aber ich habe mir doch gar keinen Ausbilder gesucht. Wieso durfte ich das jetzt machen? Was?
Ist die erste Spezialisierung vielleicht for free und die zweite musst du einen Ausbilder haben für? I don't know. Seht ihr? Hier ist eure graue Wächterfreundin. Ihr macht euch zu viele Sorgen, junger Mann. Ihr seid am Leben? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Das bin ich nicht, dank Morrigans Mutter. Hattet ihr Angst, allein zurückgelassen zu werden? Es geht mir gut, aber danke für eure Sorge. Um mich zu töten, braucht es mehr als ein bisschen dunkle Brut. Oh, es ist ja süß, dass er sich sorgt. Das kann alles nicht wahr sein. Ohne Morrigans Mutter legen wir tot auf der Spitze dieses Turms. Sprecht nicht über mich, als wäre ich nicht hier, Bursche. Ich wollte nicht... Aber wie soll ich euch nennen? Ihr habt uns euren Namen nicht verraten. Namen sind hübsch, aber wertlos. Das Volk der Chasind nennt mich Flemeth. Ich schätze, das erfüllt seinen Zweck. Die Flemeth aus den Legenden? Davith hatte recht. Ihr seid die Hexe der Wildnis, nicht wahr? Und? Was bedeutet das? Ich kenne mich ein bisschen mit Magie aus. Und sie hat euch beiden nicht geschadet, oder? Ja, da hat's einen Punkt. Wen kümmert das, was sie ist? Wir müssen etwas unternehmen. Also warum habt ihr uns eigentlich gerettet? Wenn ihr Flemeth seid, müsst ihr ziemlich alt und mächtig sein. Ja, das sagt meine alten Frau. Mann, du musst alt sein, Alter. Wir können hier doch nicht in Sicherheit sein. Wo ist die dunkle Brut? Ich nehme an, wir sollten euch danken. Das ist auch sehr nett formuliert. Ich nehme an, ich sollte Danke sagen. Ja, danke. Ja, warum hat sie uns denn gerettet, würde mich interessieren. Nun, wir können ja schlecht alle grauen Wächter auf einmal sterben lassen, oder? Irgendjemand muss sich ja um diese dunkle Brut kümmern. Es war schon immer die Pflicht der grauen Wächter, die Länder gegen die Verderbnis zu vereinen. Oder hat sich das geändert, als ich gerade nicht aufgepasst habe? Warum so zynisch? Wir sind gerade neu im Job. Wir gucken uns gerade erst um. Es hat sich geändert, als die meisten von uns abgeschlachtet wurden. Die grauen Wächter existieren nicht mehr. Jemand anders soll sich darum kümmern. Dank Logan ist das Land alles andere als vereint. Ja, es hat sich geändert, als die meisten von uns abgeschlachtet wurden. Natürlich nicht, Ausrufezeichen. Aber wir haben die dunkle Brut bekämpft. Der König hatte sie schon fast besiegt. Warum hat Logan das getan? Nun, das ist eine gute Frage. In den Herzen der Menschen verbergen sich Schatten, die dunkler sind als jede verdorbene Kreatur. Vielleicht glaubt er, die Verderbnis sei eine Armee, die er taktisch überwinden kann. Vielleicht begreift er einfach nicht, dass das Böse dahinter die wahre Bedrohung ist. Der Erzdämon. Den wir übrigens immer noch nicht gesehen haben, ne? Dann müssen wir diesen Erzdämon finden. Was genau ist dieser Erzdämon? Alistair hier ist der echte Graue Wächter, nicht ich. Helft uns im Kampf gegen diese Verderbnis, Flemeth? Wir sollten Kontakt zu den anderen Grauen Wächtern aufnehmen. Was könnten sich der Tain? Ich hab vergessen, wie die den aussprechen. Der komische Typ von seinem Verrat am König erhoffen. Dann müssen wir... Was genau ist dieser Erzdämon? Es heißt, der Erbauer habe die alten Götter des Reichs von Tevinter vor langer Zeit dazu verbannt, in Gefängnissen unter der Erde zu ruhen. Ein Erzdämon ist einer dieser alten Götter, der erwacht ist und von der dunklen Brut verdorben wurde. Ob ihr daran glaubt oder nicht, die Geschichte beschreibt ihn als furchterregendes, unsterbliches Wesen. Und nur Dummköpfe ignorieren die Geschichte. Und so unsterblich kann er nicht sein, wenn schon drei davon bezwungen worden sind von anderen grauen Wächtern. Alistair ist hier der echte graue Wächter, nicht ich. Da müssen wir uns den Erzdämon... da müssten wir ihn finden, nicht wahr? Alleine? Kein grauer Wächter hat die Verderbnis jemals ohne die Unterstützung der Truppen mehrerer Länder bezwungen. Nicht zu vergessen, dass ich keine Ahnung habe, wie wir das anstellen sollten. Wie vernichtet man den Erzdämon und wie stellt man eine Armee auf? Für mich sieht das nach zwei verschiedenen Fragen aus, oder nicht? Haben die Wächter in dieser Zeit keine Verbündeten? Ich weiß es nicht. Duncan sagte, die grauen Wächter aus Orlais seien gerufen worden. Und Aal Eamon würde diese Sache bestimmt niemals auf sich beruhen lassen. Aal Eamon, der Aal von Redcliffe. Dann sollten wir vielleicht zu ihm gehen. Glaubst du, der Aal wird eher an uns... Der Aal wird eher uns Glauben schenken als dem... Ja, das ist eine gute Frage. Ich schätze schon. Aal Eamon war nicht in Ostagar, also hat er noch alle seine Männer. Und er war Kaelans Onkel. Ich kenne ihn. Er ist ein guter Mann. Er hat großen Einfluss im Lanting.
Natürlich. Wir könnten nach Radcliffe gehen und ihn um Hilfe bitten. Es gibt doch bestimmt noch andere Verbündete, an die wir uns wenden können. Warum, wenn er sich anbietet? Das klingt nach einer hervorragenden Idee. Vergesst nicht, dass auch Logan ein Ehrenmann war. Es werden doch alle begreifen, welche Bedrohung die Verderbnis darstellt, oder? Mal angenommen, er hilft uns nicht. Was machen wir dann? Klingt erstmal nach einer hervorragenden Idee, finde ich. Diese Entschlossenheit, wie faszinierend. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Arl Emons Hilfe ausreichen wird. Er kann die Horde der dunklen Brut nicht allein besiegen. Es gibt doch bestimmt noch andere Verbündete, an die wir uns wenden können. Wir brauchen die anderen grauen Wächter. Es gibt also nichts, was wir tun können, oder? Wir werden einen Weg finden. Das liegt jetzt an uns. Andere Verbündete? Natürlich, die Verträge. Die grauen Wächter können die Hilfe der Zwerge, der Elfen, der Magier und anderer einfordern. Sie sind verpflichtet, uns gegen eine Verderbnis beizustehen. Ich bin vielleicht alt, aber Zwerge, Elfen, Magier, diese Arl Emon und wer weiß, wer sonst noch. Für mich klingt das nach einer Armee. Also, können wir das machen? Können wir nach Radcliffe und zu diesen anderen Orten gehen und eine Armee aufbauen?